Hallo, ihr Lieben. Ja, ein Video zu einem Thema, das immer wieder wichtig ist, das immer wieder aufkommt, egal was Frau machen will, was Frau sich vorstellt, was Frau sich vornimmt. Und es ist so genial zu beobachten, dass wir Frauen uns immer wieder entscheiden, in einem Bereich von unserem Leben jetzt endlich Gas zu geben, endlich die zu werden, endlich die zu sein, die wir wirklich sind, die wir sein wollen. Ich nenne es endlich in unserem Divine Design erscheinen, das Leben zu leben und zu wirken, Wirkung zu erzeugen. Weil die Wahrheit ist, wir sind alle mit allem ausgestattet. Wir sind hier in einem göttlichen Design, das absolut fehlerlos ist und perfekt auf die Welt gekommen. Und wir müssen das wiedererkennen. Wir müssen verstehen, wieso es uns immer wieder einschränkt, was uns immer einschränkt und dass wir es selber in der Hand haben, all diese Einschränkungen zu öffnen und uns plötzlich als grenzenlose Schöpferinnen in grenzenlosen, in einem Raum der grenzenlosen Möglichkeiten zu erfahren. Und oft beginnt es damit, dass wir sagen, wir machen Karriere oder wir machen unser eigenes Business oder wir machen uns selbstständig und wir gehen jetzt unseren Weg. Und es gibt so, so viele Frauen, die das machen und die diesen Mut aufbringen und die dranbleiben und die losgehen. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann merkt man immer wieder, das Männerthema, das sie in ihren Köpfen haben, ist die allergrößte Bremse für alle Lebensbereiche, nicht nur fürs Business. Aber man merkt es so krass im Business, weil auch ich war eine, die ja immer gedacht hat, ja, ich brauche jetzt erstmal, muss jetzt die Männer loswerden, ich brauche jetzt überhaupt keinen Mann an meiner Seite, ich kann niemanden brauchen, weil der hemmt mich. Schränkt mich ein. Und ich glaube, das sind ganz, ganz viele, die genau diesen Denkmustern verfallen. Nicht nur ich glaube, sondern ich weiß es. Aus fast dreijähriger Coaching-Erfahrung weiß ich das, dass wir Frauen mit diesen Gedanken hier infiziert worden sind, die so sind. Wenn ich keinen Mann an meiner Seite habe, der mich unterstützt, bin ich nicht gut genug. Egal in welchem Lebensbereich. Irgendetwas fehlt. Ich fühle mich nicht komplett. Und das ist einfach ein Denkmuster unserer Gesellschaft. Das sind Rückschlüsse, die wir selber ziehen und einfach sagen, nee, ich brauche jemanden an meiner Seite, der meinen Wert dokumentiert. Und die, die meine Divine Design Teaching schon länger kennen, die wissen, dass es so rum eben nicht geht. Sondern erst, wenn ich in allen Lebensbereichen meinen Wert, meinen wahrhaftigen Seinszustand dokumentiere, lebe, ausführe, mich dementsprechend verhalte, dementsprechend mir ein Leben zusammenstelle, ein Lebenskonzept, das sich auf eine absolut bedingungslos wertvolle Frau bezieht. Erst dann kann ich aus dieser Haltung und aus dieser Position heraus einen Mann, einen Partner an meine Seite kreieren, der passt, der dem entspricht, der mir entspricht. Und das ist ja eigentlich noch ganz einleuchtend. Nur die meisten, auch hier, lassen sich von dieser Vorstellung blockieren, was sie gerade als Partner an der Seite haben. Da ist doch jemand und der lässt mich nicht und der will nicht und der macht nicht mit, der unterstützt mich nicht und wir sind schon so lange zusammen und irgendwie haben sie im Hinterkopf, dass der Grund und die Bremse ist, dass Frau sich nicht entwickelt. Und dabei ist er einfach nur ein Erlaubnisgeber dafür, dass Frau sagen kann, ich kann ja nicht. Ich würde ja gern. Ich würde es ja machen, wenn ich wüsste, dass er hinter mir steht. Aber der will das nicht. Und so habe ich mir
anhand eines Partners, eines Mannes an meiner Seite mein Wachstum, meine Entwicklung, mein wahres Selbst, meine Wahrhaftigkeit hier und jetzt zu leben, einfach versperrt. Und dann sitze ich da, wie ich hier auf diesem Bänklein, und dann warte ich, bis der Richtige kommt. Aber der Richtige wird nicht kommen, solange ich nicht die Richtige bin. Und dieses Warten verändert nichts. Dieses Warten hat einfach nur bewirkt, dass ich eine Bedingung mir gesetzt habe, die sich so auf gar keinen Fall erfüllen kann und mir die Erlaubnis gegeben habe zu sagen, wenn das dann da wäre, wenn es so wäre, wenn der Mann da wäre, wenn mein Mann sich verändern würde, wenn mein Partner hinter mir stehen würde, dann. Also, wir Frauen nehmen Männer, Partner, Männerbeziehungen, Männerpartnerschaften sehr, sehr gerne dazu her, um eine Begründung dafür zu haben, dass wir uns weiterhin im Status quo, der nicht erwünscht ist, aufhalten können. Und wenn ich einmal verstehe, wie dieses Leben hier funktioniert, wenn ich einmal verstehe, dass ich der komplette Schöpfer bin, durch meine Ansichten, durch meine Überzeugungen, durch meine Rückschlüsse, durch meine Gedankenkonstrukte und durch meine Gedankenmuster, durch meine daraus entstehende Haltung, dann muss ich sagen, ich mache das alles. Und wenn ich mir weiterhin das Leben klein machen will, die Möglichkeiten begrenzen, mein Fokus auf das Erfüllen von Bedingungen, die mir nachher die Erlaubnis geben, das zu machen, was ich letztendlich wirklich will, wenn ich das mache weiterhin, dann bin's ich. Und ich möchte euch dazu einladen, einfach zu sagen, ja, ich bin die. Ich bin die, die entscheidet, wie mein Partner, wie mein Mann zu mir steht. Wieder die Dinge findet, die ich möchte, wieder mein Lebensstil möchte. Aber das kann ich nur machen, wenn ich selber weiß, ich bin komplett in Ordnung mit meinen Ansichten. Ich bin komplett in Ordnung mit meinen Wünschen. Es steht mir zu, dieses Wunschleben, dieses Traumleben für mich zu kreieren. Es steht mir absolut zu, weil ich bin hier auf dieser Welt als Schöpfer gelandet. Und ich bin hier auf dieser Welt gelandet, um zu sehen und zu erkennen, wo diese ganzen Einschränkungen, die ich dahingestellt habe, auf mich wirken und zu erkennen, dass ich die Macht habe, diese ganzen Einschränkungen und Begrenzungen und Bedingungen einfach umfallen zu lassen. Ich brauche das nicht. Ich kann bedingungslos schaffen. Ich kann bedingungslos erschöpfen. Und deswegen genauso erschaffe ich mein Umfeld, inklusive Männerumfeld, sei es Partnerschaft, sei es Ehe, sei es zukünftiger Wunschpartner. Das Ganze hängt alles an mir. Ich bin der Mittelpunkt meines Lebens. Ich bin der einzige gemeinsame Nenner all meiner Beziehungen, all von meinem ganzen Business, von meinen ganzen Ideen, von meinen Wünschen, von meinen Träumen und von meinen Unmöglichkeiten, die ich habe. Es kommt alles von mir. Es kommt von mir. Es kommt von keiner Gesellschaft, weil niemand kann mich zwingen, irgendwelche gesellschaftlichen Limitierungen und Normen anzunehmen und Ansichten, gesellschaftliche Rückschlüsse und Zusammenhänge. Und es sind immer wieder diese Frauen, die sich darüber erheben. Und dieses Erhabensein bedeutet aber auch, dass mein Kopf und mein Verstand erkennen muss, ob ich es will oder nicht. Ich bin Schöpferin und Leaderin, Führerin, Anführerin von meiner ganzen Welt. Von meiner ganzen Welt. Da ist da draußen niemand, der einen freien Willen hat, der mir irgendwas vermiesen kann, verbieten kann, mich einschränken kann. Es kommt nur darauf an, wer ich bin. Und solange ich glaube, dass ich irgendwo eine Eingeschränkte bin, dass ich irgendwo eine nicht Unterstützte bin, dass ich irgendwo eine nicht Erwünschte bin, dann wird mir das Leben das beweisen, dass ich recht habe. Das Leben beweist dir immer, dass du recht hast.
weil alles aus deiner Schmiede kommt und deine Vorstellungskraft, was du denkst, was du glaubst, wovon du überzeugt bist, ist deine Schmiede, das sind deine Werkzeuge, das ist das, was dir gegeben worden ist an Möglichkeiten, Fähigkeiten, Talenten. Und die kannst du einsetzen, wunschorientiert. Und zwar dann, wenn du weißt, wenn dein Verstand weiß, wenn du wirklich verstehst, wie das alles funktioniert, wie diese Energie zusammenhängt mit dir als energetischer Generator. Weil gegen deinen Verstand, gegen deinen logischen Verstand, kannst du nur bedingt vorgehen. Das ist beschränkt. Irgendwann mal wird er sagen, stopp, da mache ich nicht mit. Hier ist Gefahr im Verzug und stellt auf Flight or Fight. Wenn er nicht versteht, dass alles sicher und geborgen ist, dass alles sicher und geführt ist, kannst du diesen dich schützen wollenden analytischen Denker, mit dem du ausgestattet bist, nicht übergehen. Und da kann dir jemand sagen, hör auf, logisch zu denken, hör auf, immer alles verstehen zu wollen. Du kannst nicht aufhören, weil das ist dein Schutzmechanismus. Und diesem Schutzmechanismus musst du beibringen, was sicher ist, weil er kennt nur das, was für die Gesellschaft sicher ist, was gesellschaftlich gelernt worden ist, was das, dein nahes Umfeld, was alle sagen, was sicher ist. Aber wenn du dich als energetisches Wesen betrachtest, was du bist, du kannst nichts dagegen tun. Du kannst sagen, nee, 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 das bin ich nicht, Spiri-Scheiß und Esoterik. Kannst du sagen, kannst du beurteilen. Nichtsdestotrotz wirkst du so. Es ist so. Es ist genau so, als wie wenn du sagst, ich komme immer wieder mit der Geschichte, ich habe doch kein Knoblauch gegessen. Ich esse nie Knoblauch. Aber du stinkst nach Knoblauch. Aus jeder Pore. Und da kannst du behaupten, nein, 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 Knoblauch mache ich nicht, tue ich nicht. Und irgendwo war Knoblauch drin und du hast es nicht gewusst und stinkst danach. Und das wird ausgedünstet. Deine Ausdünstung, deine Aura, das, was energetisch in dir passiert, das ist das, was du bist. Nicht, was du denkst, wer du sein musst, sondern wo du ganz tief davon überzeugt bist, dass du das bist. Und das generiert deine Umwelt. Das generiert deine Männer. Das generiert alle Männer in deinem Leben. Und die kommen nicht irgendwo aus den Büschen zufällig, sondern sie werden magnetisch von dir angezogen, weil du sie zuerst generiert hast. Und deswegen hast du auch immer den gleichen Partner. Deswegen wird auch bei Partnerwechsel das immer wieder zu den gleichen Mustern kommen. Und deswegen ist es auch so schwer, wenn du dich veränderst, wenn du Quantensprünge machen möchtest, davon auszugehen, dass dein Partner, dass dein Mann an deiner Seite davon begeistert ist. Weil du ja eine ganz klare Vorstellung hast, wie dein Partner früher war zu der alten Version von dir. Also, ich fasse mich kurz. Ich möchte dich dafür öffnen, dass du merkst, dass alles nur an dir liegt. Und dass wenn du dich und deine Ansichten von der ganzen Welt und von deinem Business, von deinem Wachstum, von deinen Wünschen, von den Möglichkeiten, deine Träume zu leben, wenn du das in dir veränderst, und zwar so tief und fundiert, wird sich dein ganzes Leben verändern und so entwickeln, wie du es möchtest. Und du musst nichts und niemanden im Außen kontrollieren, manipulieren oder verändern, sondern nur diese Person und in unserem Fall diese Frau werden, die in diesem Leben jetzt schon lebt, bevor sie ihre Kreation im Außen sieht. Ganz und gar wie ein Maler, der weiß, wie das Bild, das er auf seine Leinwand zaubert, am Ende aussehen soll. Weißt du, wie dein Leben am Ende aussieht?
Und die allerwenigsten wissen es so, dass sie begeistert sind davon. Aber wenn du es erschaffst und erschöpfst, dann wäre es doch jetzt an der Zeit zu lernen, wie ein Maler, es genau so zu haben und zu machen, wie du es gerne hättest. Es wäre doch an der Zeit, mal herauszufinden und sagen, ja, wie wirkt denn das wirklich alles? Wie hängt alles mit mir zusammen? Weil irgendwie bin ich ja immer dabei. Irgendwie, egal was passiert in meinem Leben, es hat immer mit mir zu tun. Ha. Das heißt ja wohl, ich habe auch immer was mit den anderen zu tun, mit den anderen Situationen, mit allem habe ich was zu tun. Und so ist es. Und ich bin hier, um dir das aufzuzeigen, dass du dich nie wieder als Opfer, dass du dich nie wieder ausgeliefert oder eingeschränkt fühlst. Und dass du erkennst, dass das, was du haben willst, dir hundertprozentig zusteht und dass eine Partnerschaft oder ein Mann an deiner Seite genau dem entspricht, was du erlaubst. Und das ist so eine geile Geschichte, das zu lernen. Weil dann kommst du bei dir selber an. Da musst du keinen Hokuspokus mehr machen. Da musst du gar nicht mehr auf die Suche gehen, weil alles entsteht und wird in dir generiert. Und diese Freiheit, allen Menschen und insbesondere jetzt für mich, Frauen zu ermöglichen, das ist das, was ich für mich und für andere gelernt habe. Und es ist das schönste Lebensgefühl, wenn du weißt, alles ist in Ordnung. Alles ist jetzt in Ordnung, alles ist morgen in Ordnung. Alles wird für mich immer in Ordnung sein und du es in die allerletzte Zelle fühlst. Und das ist einfach etwas, dafür darfst du dich öffnen, wenn du das jetzt hier hörst. Dafür darfst du reinschauen, weil dein Verstand kannst du ausblenden. Du kannst dir sagen lassen, denk mal nichts. Aber es wird kein Dauerzustand sein. Und wenn wir das gemanagt haben, wirst du sehen, wie aus deiner Vorstellungskraft ein wunderbares Leben, ein wunderbares Business, eine wunderbare Beziehung zu dir, zu allen anderen Menschen entsteht. Und dass du jeden Morgen aufwachst und denkst, wow, dass so ein Leben möglich ist, das hätte ich mir nie gedacht. Und ich weiß es, weil ich es schon so vielen Menschen beigebracht habe. Allen voran mir selber. Und das ist es. Kümmere dich um dich selber. Investiere Zeit und Ressourcen in dich und dann wird sich im Außen alles zeigen, was du dir wünschst. Aber solange du dich dazu bereit bist, all in zu gehen, wird sich das Ganze halt ein bisschen länger hinziehen. Also, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, dir mit diesen Einsichten gedient zu haben. Wenn du mehr Fragen hast dazu und sagst, ja, wie sieht es denn aus in meiner Situation? Bei mir ist gerade so und ich hätte es aber gerne so. Schreib mir kurz. Ich habe ganz wunderbare Angebote, wo du genau diese Unterstützung findest, die du jetzt im Moment brauchst und für die du jetzt im Moment die Ressourcen und Möglichkeiten hast. Ich habe mein Business so aufgestellt, dass jeder, der möchte, Eintritt in dieses Denken, in diese Welt zu haben, herzlich willkommen ist. Happy Day und bis bald. Tschüss.